Hallo und willkommen zurück in meiner kleinen Werkstatt. Heute geht es darum, das Seitenteil zu schweißen. Punktgeschweißt war ja schon einiges und nun sollen die Nähte durchgezogen werden. Dafür muss man ein bisschen etwas vorbereiten. Zuvor schlichte ich hier nochmal, damit die Bleche schön parallel liegen und gerade sind und man den Bereich besser verschweißen kann. Ich habe ja bereits schon einmal erwähnt, dass ich verschiedene Schweißdrähte habe. Hier habe ich jetzt den 6er Schweißdraht von der Rolle, der rollt sich immer auf. Deshalb hier ein kleiner Trick, wenn man den Schweißdraht in den Schraubstock einspannt und mit der Bohrmaschine aufdrillt, bekommt man einen wunderbar geraden Schweißdraht, der sich sehr gut führen lässt und der sehr stabil ist. So kann man mit wenig Aufwand ideal einfach Schweißzusatzmaterial machen. So, hier geht es jetzt ans Schweißen, dabei mit möglichst wenig Zusatzmaterial, damit ich hinterher nicht so viel wegschleifen muss. Hier sieht man, ich ziehe die Nähte durch. Das führt zwar etwas zur thermischen Verformung der Bleche, aber das bekomme ich hinterher wieder in den Griff. Überall, wo das Blech geheftet war, muss hinterher noch geschweißt werden. Je nachdem, wie breit die Spaltmaße sind, kommt hier entsprechend dickerer Schweißdraht zum Einsatz. Das, was ich hier auf dem Kopf habe, ist ein Handtuch. Leider ist es hier so, dass die Beleuchtung an der Decke, diese Neonröhren, sich im Helm widerspiegeln. Wie das aussieht, zeige ich euch hier in einem kleinen Bild in Bild. Man kann gut sehen, dass man hier von der Schweißstelle nichts erkennt, aber man sieht gut die Neonröhre, die oben an der Decke ist. Um das zu verhindern, habe ich hier am Helm einfach ein Handtuch angeklebt. Das habe ich in der Vergangenheit schon öfter so gemacht. Das funktioniert dann sehr gut. So, hier kann man jetzt mal einen Blick auf die Schweißnähte werfen. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt habe ich hier gerade einen dickeren Schweißdraht. Den lege ich in die Schweißfuge, erwärme ihn etwas, damit sich der Draht in die Schweißfuge legt und verschweiße dann die beiden Bleche bündig mit dem eingelegten Schweißdraht. Da, wo man an der Schweißnaht links und rechts weiße Stellen sieht, da kann man gut erkennen, dass die Zinkschicht der Bleche noch nicht hundertprozentig weggeschliffen war. Auch dies ist ein Grund, weshalb ich beim Schweißen immer einen Atemschutz trage. Die ganze Schweißaktion hat mehrere Stunden gedauert, etwas über 2 Stunden. Leider hat das Ganze so lange gedauert, bis irgendwann die Schweißflasche leer war. Hier werden die Bleche nochmal gerichtet, damit sie vernünftig parallel zueinander liegen. Hier sieht man den Schweißbeduin bei der Arbeit. So, anstatt zu hämmern, kann man die Schweißnähte natürlich auch mit der Rollenstreckmaschine schlichten. Das mache ich jetzt gerade hier einmal. Die Bereiche, in denen die Schweißnähte flach geblieben sind, da kann man hier mit der Rollenstreckmaschine einfach nachschlichten. Noch nicht final, aber hier mal als Test, ob das Ganze geht und so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Zuvor müssen aber nachher die Schweißnähte richtig verschliffen werden und geschlichtet werden. Erst dann kann man mit der Rollenstreckmaschine vernünftig das Blech fein bearbeiten. Das Ganze hier sieht gut aus, die Nähte sind geschlossen, ein paar Stellen konnte ich noch nicht final entbearbeiten. So sieht das Ganze hier von der Innenseite aus, auch hier die Bleche durchgezogen. Dort, wo sich die Spalte nochmal etwas aufgetan haben, wird nachgeschweißt und hier sieht man auch das Handtuch nochmal, das nach oben zur Lichtquelle abschirmt, sodass sich das Licht nicht widerspiegelt. Hier habe ich wieder einen breiteren Schweißdraht in der Hand, weil breitere Spalte zu schließen sind. Das funktioniert sehr gut. Hier ist jetzt gerade die Schweißflasche leer. Ich habe eine Ersatzflasche im Keller gehabt, die habe ich bereits hochgeholt, aber noch nicht angeschlossen. So sieht jetzt der Kotflügel aktuell aus. Man kann erkennen, dass das Seitenteil wieder komplett ist. Man kann auch erkennen, an welches Auto das Ganze gehört. Ein paar kleine Wellen sind drinne durch den thermischen Verzug, aber das sind sicherlich keine großen Hürden. Auch das wird man wieder in Form bekommen. Der nächste Schritt wird sein, die Schweißnähte überzuschleifen und dann die Verwerfung wieder herauszunehmen. So, mit diesem Ergebnis bin ich erstmal sehr zufrieden. Das ist jetzt ein kurzes Video, es gab nicht viel zu sehen außer Schweißen. Ich freue mich, dass es vorangeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir gefällt der Fortschritt, den ich hier mache. Ich bin sehr angetan von den Ergebnissen. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Ich freue mich auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bemühe mich, entsprechend Antworten zu geben.
Wenn ihr weitere Informationen möchtet zu den benutzten Werkzeugen oder wenn ihr weitere Fotos haben möchtet, gerne auf der Webseite www.blechfreund.de. Manchmal ist der Content dort zuerst eingestellt, manchmal hier bei YouTube, je nachdem, wie es zeitlich am besten passt. Vielen Dank und liebe Grüße aus der kleinen Werkstatt.